Ja, fast 4 Monate tobt der blutige Krieg in der Ukraine bereits. Und auch heute wollen wir uns ansehen, wo denn genau gekämpft wird, wie gekämpft wird und welche Taktiken die beiden Seiten ansehen. Wo gekämpft wird, das ist in den letzten Tagen relativ eindeutig gekämpft wird, im Donbass, im Osten der Ukraine. Dort sind es die 3 Regionen, Kharkiv hier im Norden, Luhansk hier im Osten und Donetsk hier im Süden, wo die russische Armee versucht weiter vorzudringen, wo sie versucht, einen Kessel zu schlagen um die Region Luhansk. Und Luhansk, wir wollen uns das mal ansehen, ist dieses Gebiet hier, was zum allergrößten Teil von Russland besetzt wird mittlerweile. Nur noch 5%, das ist dieser kleine Ort hier, dieser kleine Ort, 5% werden von der Ukraine gehalten und vor allem ist es Severodonetsk. Severodonetsk, eine Großstadt, eine ehemalige Großstadt zumindest mit 100.000 Einwohnern. Mittlerweile sind etwa 95% der Bevölkerung dort geflüchtet. Und wir schauen uns einmal an, Aufnahmen direkt aus Severodonetsk, wie also dort die Straßenkämpfe vorangehen. Erste Aufnahme hier, ein ukrainischer Panzer, der steht also zwischen 2 Häusern, versucht geschützt eine Position zu beziehen und schießt, wir werden es gleich sehen, auf ein Hochhaus vor ihm, in dem russische Soldaten ihre Position eingenommen haben. Hier also das Hochhaus, wir sehen, das ein mehrschüssiges Hochhaus und hier oben wahrscheinlich Scharfschützen, die dort verschanzt waren, im etwa 10. Stockwerk, die dort von dem ukrainischen Panzer angegriffen werden. Aber nicht nur Panzer, sondern auch Mann gegen Mann wird das Ganze gekämpft. Wir sehen hier Straßenschlachten in Severodonetsk, das sind ukrainische Einheiten. Man hört es vielleicht auch, die mit ihren Maschinengewehren dort schießen und das ist ganz interessant, einen verletzten oder toten Soldaten von der Straße bergen. Man sieht ihn jetzt nicht ganz genau. Das ist ein russischer Soldat. Die Uniform zeigt, dass es ein russischer Soldat ist, der unter Umständen hier versucht hat, von hinten die Ukraine anzugreifen, dann aber dort höchstwahrscheinlich getötet wurde und jetzt von den Ukrainern hier mit seinen Waffen sozusagen ja, näher an sie herangeholt wird. Das Severodonetsk, wo tatsächlich Mann gegen Mann kämpft, wo also ukrainische und russische Soldaten, aber auch ukrainische Söldner aus eben dieser sogenannten Volksrepublik Luhansk, die zwangsverpflichtet wurden von Putin, dort gegen andere Ukrainer kämpfen. Da ist der Straßenkampf sehr, sehr schwierig und für beide Seiten sehr brutal. Darüber hinaus ist es aber so, dass Russland weiter mit absoluter Überlegenheit hier mit schweren Waffen vorgeht. Wir sehen uns ganz kurz mal an, hier die Stadt Luhansk. Das ist die größte Stadt, die ehemals größte Stadt, schon seit 2014 unter russischer Kontrolle in der Region. Und dort sehen wir, wie hier ein Zug mit neuen Panzern ankommt. Dieser Zug hier am Bahnhof von Luhansk, gefilmt von einfach Menschen, die dort gerade waren zu der Zeit. Und wir sehen hier massig neue T-80 BV Hauptkampfpanzer. Aus ganz Russland, aus ganzen Beständen der ehemaligen Roten Armee, werden immer mehr Panzer in die Ukraine geholt. Wir sehen teilweise moderne Panzer wie diese hier vom Typ T-80, teilweise auch Uraltpanzer vom Typ T-62, die schon seit den 80er Jahren in den Depots stehen, nicht mehr benutzt wurden, die aber jetzt reaktiviert werden von Russland. Wir sehen, Putin meint es tatsächlich extrem ernst. Dieser Krieg ist überhaupt nicht vorbei für ihn, überhaupt nicht beendet, sondern er will hier weiter vorrücken. Was macht die Ukraine dagegen? Sie versucht 2 Dinge. Zum einen benutzt sie weiterhin diese Kombination aus Drohnen auf der einen Seite und eben aus Artillerie. Wir sehen hier ein ukrainisches Artilleriegeschütz, ein sehr altes Artilleriegeschütz, ebenfalls aus den 60er Jahren, was eben verzweifelt versucht, hier die russischen Panzer abzuschießen, die sich in den besetzten Dörfern verschanzen. Auf der anderen Seite benutzt die Ukraine aber auch immer mehr Minen, also ja, Minen, die auf die Straßen gepackt werden, die auf die Felder gepackt werden, weil man eben einfach sonst nichts mehr hat, um diese russischen Panzer aufzuhalten. Jetzt sehen wir gleich eine Mega-Explosion hier vorne. Das ist ein russischer Schützenpanzer vom Typ BMP-1, der hier explodiert ist. Und kurz darauf gehen die Ukrainer nochmal hin, sehen sich an, was davon übrig geblieben ist. Wir sehen da das V, eines der Markenzeichen, dass es eben ein russisches Armeefahrzeug war. Und der Geschützturm, der wieder abgetrennt wurde. Das ist also ein Schützenpanzer, da ist der Geschützturm, der hier zerstört wurde. Alles in allem ist Russland weiter krachend überlegen und drückt im Donbass, gerade in Luhansk, weiter vor. Und die Ukraine wartet sehnsüchtig auf schwere Waffen aus dem Westen und irgendwann hoffentlich endlich auch deutsche schwere Waffen.